Hallo Leute, willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, tut mir leid, dass ich mich in der letzten Folge, im letzten Part nicht wirklich verabschiedet habe. Aber ja, ihr habt es wahrscheinlich wieder mitbekommen. Das Spiel hat mich ja mal wieder einfach so, ja, rausgeworfen. Genau. Ja, wir waren hier stehen geblieben. Wir hatten keine Computers mehr. Raffinerie passt hier leider wieder nicht hin. Bisschen nachhelfen. So. Wie sieht es jetzt aus? Ja gut, das war nochmal ein Timer vom letzten Mal. Stehen. Ja, ich nehme die Folgen jetzt auch wieder kurz hintereinander auf. Ja, die Folge, ja, ich habe mich trotzdem gewundert, dass der letzte Part so lang geworden ist. Aber ihr kennt ja das Problem, wenn da noch Steine sind, kann man ja nicht bauen hier. Und da wir ja genügend Steine wirklich haben und auch noch sehr viel Steine abbauen werden, ja, weg damit. Einfach weg. Einfach weg. Ja. Los, weg damit. So, hoffen, dass das jetzt reicht, damit wir die Raffinerie bauen können. Wo ist er denn? Da haben wir es, ja. Das ist jetzt natürlich beim Bohren wieder nicht aufgepasst. So. Und auch noch stören. Immer noch nicht. Das reicht immer noch nicht, ey. Tut mir leid, dass ich auch gerade so ein bisschen leise bin. Die sind sehr lange leise, ja. Es nervt mich gerade nur so ein bisschen, dass ich jetzt ein bisschen... Ja. Ein bisschen, ja, jetzt die letzten zwei Folgen andauernd diesen selben Fehler gemacht habe. Inventory voll, Inventory voll. Ach, Mann.
schmeiß doch einfach runter die Scheiße hier. Ja. Ja, das ärgert mich jetzt auch wirklich, dass das Spiel irgendwie nicht mehr so wirklich raustappen will. Dass wenn man raustappen will, dass das Spiel ja einfriert und gar nicht mehr reagiert. Die dürften normalerweise kein Problem sein da unten. So, endlich. So. Muss ich das zwar auch noch umbauen da, aber naja. So. Klamotten auch schon mal reinpacken. Ja, im letzten Part haben wir ja auch, da wollten wir ja damit anfangen, das kleine Mining-Schiff zu bauen. Damit wir unsere Gänge ja ein bisschen schneller ausbauen können. Aber ich habe mir jetzt nicht unbedingt den besten, doch nicht den besten Asteroiden gesucht. Das merke ich jetzt schon. Ach ja, naja, komm. Jo, jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich baue am besten die doch erstmal fertig. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen Stahl. Eine ganze Menge davon. Ansonsten haben wir ja auch noch die Raffinerie im Schiff. Die können wir ja auch noch auseinandernehmen. Hier auch noch eine ganze Menge Stahlplatten drin. Steine, komm. Zieht euch. Ach. Dann halt so. Mal kurz wieder reinpacken hier. So. Stahlplatten haben wir genug. Stahlrohr groß brauchen wir. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich das Rohr, die Verbindung dahin, nicht doch lieber nach unten lege. Ich habe jetzt keine Lust, hier noch großartig in den Berg reinzugehen. So. Und da... Jetzt muss ich mal kurz gucken. So, oder... Ja, ich brauche ja... Ah, ja, genau. Ich brauche eigentlich nur den hier wegnehmen. Und hier müsste ja dann eigentlich die Verbindung sein. So. Was ich natürlich nicht mehr habe. So. Vader. Ich hoffe, dass ich das andere jetzt nicht mehr brauche. Da brauche ich natürlich wieder interne Panzerung für. Herstellungskomponenten. Ja gut, dann bauen wir es doch so. So. Was ich noch brauche, habe ich natürlich vergessen. Stahlrohr klein. So, dann können wir die Klamotten, die ich jetzt erstmal im Inventar habe, dann auch erstmal wieder weglegen. So. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Stahlrohr klein. So. Dann ist der Conveyor hier schon mal fertig. Ja, müsste ich halt noch die Raffinerie
im Schiffswrack da mal kurz auseinandernehmen, damit ich mal schnellstmöglich die Computer da kriege. So. Ist die Raffinerie, wenn sie fertig ist, dann auch schon mal verbunden. Jo. Hab ich da jetzt alles draußen? Ja. Energie passt noch. Zeit sieht auch noch gut aus. Ja, halt, das Raustappen kam jetzt andauernd davon, weil ich den alternativen Bohrmodus nehmen wollte. Ja. Und das hat leider nicht so wirklich funktioniert. Ah, scheiße, ich bin da. Mist, ja, tut mir leid, Leute. Weil ich den alternativen Bohrmodus nehmen wollte. Und ja, der liegt ja auf Alt-Green. Und da kommt man ziemlich schnell. Ja. Kommt dann ziemlich schnell hier auf die Windows-Taste und tappt dann auf den Desktop. Ja, und das mag Space Engineers nicht wirklich. Denn schon mal mit Silikon beginnen. Und läuft auch schon an, gut. So, dazu rein. Inventar. Raffinerie. Wo haben wir sie? Nee, mach du erstmal Silikon. So. Und 1, 2, 3, 400 Computer. Wir hatten ja angefangen. Ja gut, jetzt dadurch, dass es abgestürzt ist, ist das natürlich nicht mehr gespeichert. So, interne Panzerung. Anzeigen, 5 Stück. Diesmal aber auch wirklich. Nehmen wir mal 20 erstmal raus. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch. Mehr wollte ich gerade sagen. Das erstmal kurz wieder rein hier. Computer. Wollte ich nicht anzeigen. Anzeigen. So, und jetzt nochmal interne Panzerung. Oh, ey, ich mag das nicht, dass das so komisch wippt hier, ey. Ich habe Angst, dass er mir das Ding abhaut, ey. So. Ja. Muss man Energie wieder auftanken. Nee, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich hoffe jedenfalls, dass alles gut geht da. Das hier irgendwie mir doch irgendwie abhaut oder so.
reißen hier. Ja, ich weiß, man könnte die Blöcke noch einfärben und alles, aber... Nee, ich weiß nicht, ich mag dieses, grau-weißes schon so ziemlich. Für Mining-Schiffe. Das ist natürlich nicht schlecht. Solange man das Material hat, braucht man die Blöcke gar nicht haben. Also in seiner Liste haben. Man braucht sie hier denn nur... Das ist jetzt nur ein Hologramm. Ich habe jetzt den Block nicht ausgewählt. Drücke ich einmal hier auf Schweißen, wird er gesetzt. Das ist natürlich nicht schlecht. Was brauchen wir da noch? Herstellungskomponenten. Stahlrohr. Könnte ich, glaube ich, auch schon fertig schweißen, ne? Ja. Was war das denn jetzt? Oh nein! Ey, das ist doch nicht wahr, ey! Nee, ich muss mal wirklich gucken. Irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. Tut mir leid, Leute. Ich habe gerade versucht, hier... Diesmal habe ich nichts gemacht. Ich habe nur versucht, dieses hier zu schweißen und da ist er einfach rausgegangen aus dem Spiel. Gar nichts mehr hier. Ja, nee, keine Ahnung, was da los ist. Ja, tut mir leid, Leute. Er fängt sich auch nicht mehr. Wird das wieder eine kürzere Folge, kann ich nichts ändern. Trotzdem danke.